Ich darf also heute über zwei Lernmedien aus eigener Erfahrung berichten. Also einerseits sind das Podcasts, andererseits E-Books. Ja, zu Podcasts, die waren im letzten Jahrzehnt relativ populär, relativ. Also es war nie ein Massenphänomen in dem Sinn, hat auch nie diese Breitenwirkung gehabt, die man ursprünglich angenommen hat. Aber es ist eine sehr nette Entwicklung und ist auch heute noch einigermaßen verbreitet, wird auch noch gepflogen und auch von uns weiterhin verfolgt. Ganz generell zu Podcasting, das war damals 2005, 2006 eine kleine Revolution. Also Podcasting ist ja eines der bekannteren Web 2.0 Ursprungstools, wenn man so will. Und damals war das sozusagen die erste Form eines mobilen Lernens, wie sie möglich war. Man muss sich das vorstellen, es hat zu dieser Zeit ja noch keine portablen Endgeräte gegeben, die eine Internetverbindung gehabt haben, außer Notebooks vielleicht, aber Notebooks sind vielleicht nicht die erste Wahl für mobile Lernszenarien. Und insofern hat man immer Mediendateien mühsam hin und her kopieren müssen vom Standrechner, der eine Internetverbindung natürlich hatte, auf das mobile Endgerät. Also diese kleinen MP3-Player anfangs, die später auch eine Videofunktion dazu bekommen haben. Und das war generell sehr, sehr mühsam. Und dann hat es erstmals mit den Podcasts eine sehr komfortable und auch eine sehr elegante, einfache Lösung für dieses Problem gegeben. Man hat also nicht immer nur seine Dateien zusammenklappen müssen aus einer Webquelle und auf das Gerät übertragen, sondern das Ganze ist mehr oder weniger automatisiert möglich gewesen. Ermöglicht ist das Ganze worden durch die RSS-Technologie. Technologie ist vielleicht etwas großspurig in dem Sinn. Es ist wirklich ein ganz einfaches Format, das oft für Kurznachrichten eingesetzt wird, für Inhaltsverzeichnisse oder so. Und genau das ist auch ein RSS-Feed im Rahmen eines Podcasts, nichts anderes als ein Inhaltsverzeichnis, also eine klar strukturierte XML-Datei, die eigentlich nur zentrale Metadaten zu diesem Podcast beinhaltet, also wie dieser Podcast, wie der Titel dieses Podcasts ist, eine kurze Beschreibung, eventuell ein Link und dann die einzelnen Daten, also Titel, Kurzbeschreibung und Link zu den einzelnen Episoden dieses Podcasts. Also nichts anderes ist dieser RSS-Feed und ein solcher RSS-Feed, eine einfache Textdatei eben, wird einfach auf irgendeinen Webspace zusätzlich mit den Mediendateien abgelegt. Und das ist es eigentlich. Also wirklich eine sehr, sehr simple Technik, sehr einfach. RSS-Feeds kann jedermann selbst schreiben. Es gibt natürlich auch Dienste, die einen da unterstützen, also womit man RSS-Feeds generieren kann. Also wirklich sehr simpel. Und man lädt das auf einen Webserver hoch und die Endnutzerinnen und Endnutzer brauchen dann sozusagen nur mehr ein Programm, das diese RSS-Feeds ausliest und die entsprechenden Dateien herunterlädt. Und man kann dann, wie das in der Frühzeit üblich war, diese Mediendateien dann auf den portablen Medienplayer übertragen. Das ist so, dass noch vor einigen Jahren funktioniert. Heutzutage hat sich die Kultur ziemlich gewandelt. Also anfangs war das Web eher von einer Download-Kultur geprägt. Heute werden Inhalte meistens gestreamt oder noch eher, ja, eigentlich überhaupt nicht mehr heruntergeladen, sondern nur mehr on demand, direkt aus dem Netz bezogen, also quasi gestreamt oder geliehen. Also es gibt nicht mehr so dieses Bedürfnis, Musik, Videos und so weiter immer dabei zu haben oder auf einer Festplatte abgespeichert zu haben, sondern man bekommt das ganz einfach on demand auf das Gerät abgespielt. Hat natürlich auch mit der Verbreitung von Internetverbindungen zu tun, die immer leistungsfähiger werden, die immer kostengünstiger werden. Das war in den Anfangszeiten halt natürlich nicht der Fall. Wir selbst hier an der Uni Graz haben im Zuge einer Podcast-Tagung, die wir 2007 ausgerichtet haben, begonnen, ein eigenes Podcast-Portal aufzubauen. Also dieses Portal ist quasi ein zentrales Medienrepository für Audio und natürlich auch für Videobeiträge, die wir von Anfang an eben mit dieser Podcast-Funktionalität ausgestattet haben. Also wenn jemand Interesse hat, immer auf dem neuesten Stand zu sein und sich neue Medienbeiträge automatisch herunterladen will, dann kann er diese Feeds, die da zusätzlich angeboten werden, abonnieren und ist sozusagen immer am neuesten Stand bei den Videos. Das zweite Thema, über das ich hier kurz berichten darf, sind E-Books.
Also wir haben seit 2013 circa eine österreichweite E-Book-Arbeitsgruppe am Laufen, wo wir uns jetzt speziell mit den Möglichkeiten und Grenzen interaktiver E-Books auseinandersetzen. Grenzen und Möglichkeiten in technischer, aber auch in didaktischer Hinsicht. Also das ist quasi dieser Fokus der Arbeitsgruppe. Wir haben uns schon seit längerem mit E-Books beschäftigt, weil das sozusagen ein sehr, sehr vielversprechendes Format ist für die Distribution von wissenschaftlichen, akademischen Inhalten. E-Books sind generell, glaube ich, von technischer Seite schon einmal sehr interessant, weil sie so eine Zwischenstellung einnehmen. Also auf der einen Seite gibt es PDFs, die man ja mittlerweile zu Genüge kennt. Die sind allerdings nicht so flexibel wie E-Books. Und der Vorteil ist natürlich von PDFs, dass man sie überall mit hinnehmen kann, also dass man sie auf mehreren Geräten lesen kann, dass man nicht irgendwie eine Internetverbindung benötigt, sondern dass man die wirklich als Datei herunterspeichern kann. Das andere Extrem, wenn man so will, oder das andere Gegenpart, wären Webseiten. Also Webseiten sind sehr flexibel. Wenn man den Browser, also man kennt das eh von mobilen Webseiten, wenn man jetzt Webseiten betrachtet, passen sich die natürlich immer an die Displaygröße an, aber sie sind keine downloadbaren Einzeldateien, die man überall hin mitnehmen kann. Und genau dazwischen, also zwischen PDFs und Webseiten gewissermaßen, liegen moderne E-Book-Formate, die sozusagen einerseits die Flexibilität von Webtechnologien mit der Portabilität von PDFs vereinen. Die Standards für E-Books sind mittlerweile sehr ausgereift. Also es gibt mehrere E-Book-Formate, von denen ich an dieser Stelle aber nur das EPUB-Format hervorheben möchte, weil es ein offener Standard ist, ein weit verbreiteter Standard und für den Hochschulbereich sicher der geeignetste Standard ist, weil er keinen kommerziellen Hintergrund hat, sondern wirklich übergreifend konzipiert ist. Dieser EPUB-Standard ist sehr ausgereift mittlerweile, also wir stehen schon bei der Version 3, EPUB 3, und bietet einige Möglichkeiten, insbesondere jetzt für unseren Schwerpunkt für interaktive E-Books. Also wie gesagt, E-Books sind ja sehr an Webtechnologien orientiert und mit Webtechnologien kann man auch sehr, sehr viele interaktive Formate realisieren. Wir haben uns das ein bisschen näher angeschaut und die Möglichkeiten sozusagen ausgelotet. Wir haben da ziemlich viel herumprogrammiert, sozusagen, das war unser Ansatz. Haben da ein Demo-E-Book quasi erstellt, wo gewisse Übungen abgebildet werden. Also wo man jetzt im E-Book selbst nicht nur Text hat und Bilder, wie es halt traditionell schon quasi Standard ist, sondern auch Videos, Audio kann man natürlich einbetten und kleinere Übungen. Wie gesagt, unser Ansatz war eher ein programmiertechnischer. Das Ganze ist natürlich nicht für den Alltagsgebrauch, für die Alltagsproduktion von E-Books relevant, weil man das niemandem zumuten kann, selbst Programmierkenntnisse sich anzueignen. Es gibt da mittlerweile aber schon Arbeitsgruppen im Rahmen dieser dieses EPUB-Konsortiums, wo man sich wirklich mit solchen Komponenten auseinandersetzt. Und die Grundidee ist es eben, so eine Art Baukastensystem anzubieten, wo man interaktive Übungen sozusagen einfach in das E-Book integrieren kann. Also es sind quasi externe Komponenten, die man einfach zu seinem E-Book hinzufügt. Die Erstellung von E-Books ist relativ simpel, also es gibt da wirklich sehr viele Möglichkeiten auf unterschiedlichen Plattformen. Man kann zum Beispiel E-Books auf mobilen Endgeräten mit speziellen Apps produzieren. Es gibt da natürlich auch Desktop-Software oder webbasierte Software, die eben unterschiedliche Stärken und Schwächen aufweisen. Aber prinzipiell ist es wirklich sehr einfach, E-Books selbst zu erstellen. Und genau das ist eigentlich der große Anreiz, sich damit im Hochschulumfeld zu beschäftigen, weil wir glauben, dass das E-Book sozusagen durch diese einfache Erstellmöglichkeit wirklich viele Möglichkeiten bieten, nicht nur Lernmaterialien zu erstellen, sondern auch wissenschaftliche Inhalte zu publizieren. Jetzt nicht in einer traditionellen Form, in Form von PDFs oder gedruckten Büchern, sondern in so einer gewissermaßen neueren Form, die eben den modernen Lesebedürfnissen und Lesegewohnheiten eher gerecht wird. Also insgesamt scheint der E-Book-Markt heute noch sehr belletristisch dominiert. Also man findet eher Romane in den
E-Book-Bibliotheken. Es gibt auch sehr viele Anbieter und Plattformen für E-Books. Im akademischen Bereich ist das Ganze eher erst im Entstehen. Also es gibt einzelne E-Bibliotheken von einzelnen Hochschulen oder auch von übergreifenden Organisationen, wie zum Beispiel dem FEF, der eine eigene Open Access Bibliothek aufgebaut hat. Aber das Ganze ist eher erst im Entstehen. Und insofern ist es relativ spannend, eben dieses Format zu verfolgen. Es gibt natürlich mit E-Books kleinere Probleme, die mit dem Wissenschaftsbereich zu tun haben. Zum Beispiel die Zitation ist ein schwieriges Thema. Also E-Books haben ja keine Seitenzahlen, wie das von traditionellen gedruckten Büchern oder von PDFs bekannt ist, sondern der Seitenumfang und das Layout der Seite richtet sich natürlich nach dem Darstellungsgerät, dem Reader, und insofern kann man hier etwas schwieriger zitieren. Aber auch da gibt es gewisse Abhilfen. Neben der Zitationsproblematik gibt es auch das Problem, dass man eigene Inhalte, also Annotationen, Lesezeichen, Markierungen und so weiter, die man dem E-Book hinzufügt, nicht einfach in andere Umgebungen portieren kann. Also meistens werden diese Inhalte eben, die man selbst hinzufügt, im E-Reader selbst gespeichert und nicht im E-Book selbst. Und insofern ist es halt schwierig, diese Inhalte herauszubekommen und in anderen Umgebungen weiter zu nutzen. Aber auch hier gibt es eine Arbeitsgruppe im EPUB-Umfeld, die sich mit offenen Annotationsstandards auseinandersetzt, und man wird eben in Zukunft sehen, wohin sich das Ganze entwickelt. Aber ganz generell scheint mir die Zukunft von E-Books relativ rosig zu sein, weil es wirklich durch diese einfache Erstellbarkeit, durch diese praktische Nutzbarkeit wirklich sehr viele Anwendungsmöglichkeiten im Hochschulumfeld gibt. Es gibt auch ganz spannende didaktische Ansätze, die man mit E-Books verfolgen kann. Zum Beispiel die gemeinsame Erstellung von E-Books oder den parallelen Einsatz von E-Books, zum Beispiel in Kombination mit MOOCs. Also das sind so einzelne didaktische Szenarien, die wir eben in unserer Arbeitsgruppe verfolgen.